Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Part Industria. Man sieht schon, dass ich woanders stehe. Ich hatte fleißig aufgenommen und alles. Alles Wunderbärchen, dachte ich zumindest. Aber das Spiel ist abgestürzt. Das war noch nicht mal das Problem. Ich habe dann weiter aufgenommen, weil ich dachte, okay, ist aufgenommen, also ist gedingst, ne? Ist ja angehalten worden, die Aufnahme. Habe dann wieder weiter aufgenommen und alles. Gar kein Thema. Und dann gucke ich gerade in den Aufnahmen. Die erste Hälfte der Aufnahme, wo mir die Aufnahme abgeschmiert ist, ist halt weg. Nicht da. So toll. Also die zweite Hälfte ist da, wo ich dann weiter aufgenommen habe, nachdem es abgeschmiert ist. Aber ja. Ach, fuck. Was ist denn hier los? So, jetzt kann ich wieder alles von vorne machen. Das mache ich jetzt zum dritten Mal. Einmal wart ihr dabei, einmal nicht. Oder doch? Doch, 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 doch. Das zweite Mal war auch. Aber jetzt halt in der verschwundenen Aufnahme. Ich bin schon mal weg, ne? Halt die Schnauze. Ich will das ja mitnehmen. Ja. Nein, komm nicht zurück. Hast mir eben auch nicht geholfen. Darf ich jetzt? Danke. Warum das hier nicht funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Schon wieder allerdings weg. Ich dachte schon, da wäre ein Leuchtekram. Ist natürlich immer super, wenn man irgendwie was spielt, aufnimmt und dann die Aufnahme nicht da ist. Nein, wenigstens konnte ich ja nochmal zum Speicherpunkt zurück, aber trotzdem irgendwie ein bisschen bäh. Bisschen bäh. So, jetzt komm. Ich meine, so Jokes habe ich jetzt nicht gebracht, die jetzt unbedingt da sind, aber ne, ja, ist trotzdem irgendwie. So, da kommst du rein. Da kommst du rein. Wie beim letzten Mal gehe ich wieder hier durch die Reihen, bleib nicht stehen. Also bei dem Mal, wo die Aufnahme flöten gegangen ist, bin ich auch weggegangen. Also im Gegensatz zum ersten Mal, wo ich hier extra gewartet habe, bis das explodiert. Oder implodiert, oder hast du nicht gesehen? Aber ich glaube, es ist eine Explosion gewesen. So. So schnell geht sowas übrigens auch nicht. Nur mal als Gedöns. Und wir kommen nicht mehr zurück. Also, das lasse ich diesmal liegen. Pistole kriegen wir erst später. Das ist Batterie. Ah, die ist ja noch voll. So. Ja, will nicht. Oder erst bei New Game Plus. Ich glaube nicht, dass das Spiel was hat. Machen wir schon mal. Hier irgendwo liegen Dings, Streichhölzer. Rum. Brauchen wir gleich noch, damit wir die Kohle anzünden können. Oder haben wir die schon? Nee. Nö, nö, nö. Habe ich die denn gefunden? Mein lieber Herr. Herren vor Ihnen. Herr Gesangs vor Ihnen. Herren Gesangs vor Ihnen. Ah ja, hier. Direkt, ist halt verbuggt. Ist halt verbuggt. So. Diesmal bleibe ich nicht da stehen.
Da kommen gleich Gyknus. Gegners. Ach, weißt du was, ich laufe einfach durch. Und tschüss. Oh. Ups. Ja. Hier kommt man nicht durch. Von wem kein Zutritt? Schön. War auch schon mal besser. Übrigens, ihre Sprungmechanik ist zum Kotzen. Genau. Ach, warte mal, hier habe ich es noch gar nicht vorgelesen. Wo ist es denn? Hä? Gut. Ich muss diesen Wahnsinn beenden. Unser neuer König, Rosendale, der Mann aus einer anderen Welt, unser Walter, glaubt wirklich an diese neue Energie, aber seit die leise Energie, wie sie genannt wird, aus dem Institut raus und in unsere Haushalte und Fabriken fließt, habe ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Das ist nur zu gut, um wahr zu sein. Das Ganze muss einen Haken haben. Ich werde ein Auge auf diese Wundermaschine und Rosendales Pläne haben. Bla bla bla. Hello? So. Somebody there? I hear a voice. Yeah. It's you. Yeah. Congratulations. Mm? Who are you? Well, that's what I wanted to ask you, because, you know, you came here, not the other way around. Hm? Well, I'm just a traveler. Yeah. Das sind viele Informationen. Well, das wollte er wissen. I mean, after saving your life, I kind of expected a tad more. Kann ich ihn nicht verdenken. Okay, I come from different place, and I'm just here to look for someone who arrived here just before me. Well, welcome to Hakovic then, woman from a different place. I have some bad news though. Nobody's come here in over 20 years. Glaube ich dir. That can't be. Well, maybe it can't, but it's the truth. This city was evacuated 10 years ago. Well, maybe then you just missed him. Maybe you just... I mean, you can hardly miss the machine growling and shaking the whole block. It hasn't been doing that for a long time, you know. Listen, you're in danger here. Be for the best if you were to leave this building first. I'll tell you more outside. 20 years... Something is not right here. Ja, das kann sein, aber was, ne? Ja, es ist halt nicht beweisbar, ne? Was willst du machen? Wenn der dir sagt, dass seit 20 Jahren keiner mehr hier war, ne? Jetzt kannst du ja nicht sagen, pff, nö. Also der ist eine halbe Stunde vor mir in die Maschine gegangen, der muss hier sein. Ja, wenn er nicht hier ist, dann, ne, dann ist er nicht hier. Beim letzten Mal habe ich die Kiste mit runtergenommen, weil ich dachte, dass... Ach, da hinten lag ja eh nichts, ne? Dass da unten Strom im Wasser ist und... Bah, und hast du nicht gesehen? Ja, wir können einfach so durch. Da hinten ist auch nichts, leider. Wir können auch nirgendwo durch, außer hier. Ja. Genau. Müssen dann hier weiter. Ich glaube, hier war auch nichts, ne? Genau, hier kam ich gar nicht erst durch. Hier war nichts. So.
ist ärgerlich. Ja, danke fürs Spiel speichern, was mir nichts bringt. Genau, hier habe ich die Pistole. Die ich noch nicht benutze. Is anybody there? Hallo? I'm in so. Some sort of ich mag die Musik, aber ich mache sie trotzdem aus. This music is creepy as hell. Nein. To calm you down. You're welcome, by the way. You're nearly there. Not sure if the music helps or makes it worse. Ich hätte gern die andere Musik mitgenommen, aber... Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Von anderen sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Das ist irgendwie was von draußen, dass die den Ton macht. Ich habe vorher gedacht, ich muss hier unbedingt weiter, damit ich nicht vom Blitz getroffen werde oder irgendwie sowas. Aber das kommt von draußen. Ah ja, hier ist die Tür, ne? Naja. Ach ja. War ja was. Übrigens, das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, wir sind definitiv irgendwie in einer Art von Matrix oder irgendwie sowas. Da fällt gleich jemand runter. Immer wenn es... Ah, macht, fällt da jemand runter. Da. Wir sind in der Matrix gelandet. Wir sind noch im Atlas System. Glaube ich. Weil, ne, das wäre sonst nicht hier und hier. Ne? Und das beweist uns, dass wir hier in dieser Matrix sind. Dann können wir uns gleich wieder das grandiose Theaterstück anschauen. Das mal wieder so aussagekräftig ist wie... Ich glaube, das versteht man erst beim zweiten Mal. Das ist nicht sehr aussagekräftig, meine Güte. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, was, was man erst versteht, wenn man das schon mal durchgespielt hat. Oder so ähnlich. Ja, er ist halt da. Er ist hier halt angekommen und hat sich auf den gemachten Stuhl, also auf den Thron gesetzt. Hat sich zum König machen lassen, krönen lassen und ja. In dieser Fake-Welt, gefakten Welt, keine Ahnung. Nö. Walter! Genau. Walter! Erstmal schreien, beste Idee ever. Stop shouting, please. How did you expect me to find him? You're just attracting more. Nicht so. Well, I'm all open for suggestions, Mr. Hidden Microphone Man. You see the building on the hill, where all those cables lead to? Mm-hmm. That's the town hall. Well, it used to be. And? Just go there. It's safe up on the hill. And you might find information about your missing... What was the name? Walter. Walter Rebel. Right. And don't die, please. Yeah. I'm actually starting to enjoy our conversations. Wow. Das ist natürlich eine super Idee, zu sagen, bitte nicht sterben, weil ich mag es. Mag es, mit dir zu reden. So, hier war ich auch gewesen. Dann habe ich mich da irgendwie hochgebackt und hatte ich eine super Aussicht auf einen Raum, wo ich nicht hin soll. Ich weiß nicht, warum wir hier hin sollen. Also, wahrscheinlich nur wegen... Ups. Wegen dem hier. Darüber habe ich geguckt. Super Aussicht.
Ihr werdet sie nie zu Gesicht bekommen in meinem Let's Play. Glaube ich. Warte mal, ich könnte ja gleich mal gucken, wo mein zweiter Part losgegangen ist. Es war auch hier irgendwo. Und dann seht ihr... Ja, warte. Ah, ich gehe mal dahin. Ich glaube, das ging da vorne los. Und dann seht ihr das hier halt nochmal. Aber ich glaube, dann... Dann müsste ich ja nochmal laden. Nee, aber dann müsste ich nochmal... Und dann könnte ich da durchlaufen. Ich guck mal eben. Ja, ihr werdet es doch sehen. Ich werde das doch hinten dran schneiden. Und dann gucke ich mal gleich mal, dass ich das dann lade irgendwie. Oder hier weitermache und dann da, ne, irgendwie, weil das ist jetzt vom Part nicht so lange irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich das jetzt hier hinten dran schneiden. Und dann, ja, ne, sehen wir uns nach dem Clip. Genau. Und da ist es abgestürzt, das Spiel. Das ist noch nicht so jung, das ist schon etwas älter. Das ist ein bisschen sehr mad. Autosave. Bitte. Danke. Weil speichern konnte ich ja nicht. Nö. Nee. Das ist ein bisschen... Bisschen zu... Ach, wir haben hier gespeichert. Na, wenigstens etwas. Ja, erreiche das Rathaus. Und welche Notizen habe ich... Habe ich jetzt wieder alle Notizen, die ich vorher hatte? Ich glaube, ich habe wieder alle Notizen, ne? Nicht alle. Das ist... Oder? Hier vorne hatte ich noch eine, aber das ist egal. Ja, ich habe wieder fast alle, glaube ich. Das ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr weird. Hm. Nein, ja gut. Nehmen wir jetzt mal. Einfach so. Aber trotzdem komisch, dass es abgestürzt ist. Hm. Jetzt haben wir unsere Schuss wieder. Bei anderen müssen wir dann wahrscheinlich die Schusswaffe benutzen, aber bei denen noch nicht. Bei denen aber noch nicht. Also, das sind ganz normale Gebäudegeräusche. I guess. Ja. Die Art will ich eine Tür aufmachen. Danke. Noch mehr Munition. Ups. Will ich da hoch? Ich glaube, da oben ist nichts, ne? Oder? Das mit den Schatten hier ist sehr weird. Na, da komme ich nicht ran. Okay. Da komme ich nicht ran. Hier lag doch auch irgendwo eine Kiste, ne? Okay, dann nicht. Ah, hier. Ja. Ich meine, ja, ist ein Indie-Titel, aber... Das ist schon eine Weile raus. Ich habe das mal, glaube ich, irgendwann mal bei Gronkh geschaut. Mich hier drüber backen oder wie? Hm.
Nee, machen wir nicht. Aber ich glaube, da müssen wir hin. Irgendwie. Gut, gucken wir erstmal hier. Oder muss ich da so lang? Boah, ich will da nicht hin, ne? Ich will nicht zu dem roten Licht. Wir gehen doch mal die inoffizielle Route. Vielleicht ist es ja auch die offizielle, inoffizielle. Es ist definitiv die... inoffizielle. Nein! Fehlt noch einer. Spring nochmal. Jetzt spring hier rüber. Nein, ich darf hier nicht rüber, ha? Huh? Ich sollte sowas nicht tun. Nee, ich darf hier nicht hin. Ich meine, probieren geht immer studieren. Quatsch dich da durch. So fett bist du nicht. Ach ja. Kletter hoch. Das schaffst du schon. Kann ich die irgendwie ausschalten? Ah! Da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Oh, warte mal, vielleicht ist hier auch noch was drin. Hallo? Wirklich nicht?
Ich bin maßlos enttäuscht. Ich bin maßlos enttäuscht. Okay. Ich wollte schon sagen, geht mein Timer noch. Ich meine, wir hatten ja schließlich dieses Problem schon. Ach ja, okay, da ist jetzt eine Rampe. Ne? Das ist abgestürzt. Ah! Komm her, du Mistvieh! Geht doch. Ja, ich weiß. Ich kann wechseln. Oh, was kriege ich denn hier alles in kurzer Zeit? Ich meine, das Spiel geht nicht lang, aber... Heilige Johanna! Ja, danke. Wollt ihr mich verarschen? Ist denn hier was? Was haben wir denn hier? Ah! Ach, Mensch. Vom Timer erschreckt. Ja, geh doch mal aus hier. Ich will noch mitnehmen. Mitnehmen. Nicht zumachen. Okay. Ich glaube, wir sind an einer guten Stelle fürs Aufhören. Gut. Dings mache ich aus. Und dann würde ich mal sagen, beende ich erstmal den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Dann hoffentlich auch ohne Schwierigkeiten, Abschutz und so. Bis dann. Bye. So, oder auch nicht, weil wir haben noch ein bisschen. Ne? Moment, ich musste mal einen Timer stellen. Eben habe ich ja ohne, aber jetzt brauche ich einen. Ach Gott, hier 20 Minuten sind nicht dabei, oder wie? Super. Dann stellen wir mal den auf 20 Minuten. Das sollte reichen, oder? Ich glaube, ich gucke doch nochmal nach, wie viel Zeit wir eigentlich noch haben. Ja, so eine Viertelstunde haben wir noch. 15 Minuten. Ist sogar hier mit dabei. Dann kann ich nämlich einen Timer wieder stellen. Ja, das war irgendwie ganz doof. Erst stürzt mir das Spiel ab, dann nehme ich weiter auf, dann... Ja. Ne, dann bemerke ich nach dem Aufnehmen, dass das gar nicht aufgenommen hat, den ersten Teil. Und muss dann nochmal. Und dann... Ja, super, ne? Ein Shooter, der kein Shooter ist. Ein Pseudo-Shooter. Super. Naja, ist ganz süß. Wenn so, die ganzen... Where is everyone? What happened here? Ganzen Gedöns sind nicht mehr. Atlas was too strong in the end. Atlas? Sorry, you wouldn't know. These machine things that want to kill you. They're Atlas. Hmm? Yeah. Hello? You still there? Yeah. Yeah, yeah. I'm here. I'm sorry. How long ago was this? Let me think. Atlas has been around for about 20 years? Mhm. Ja, das wissen wir ja. I don't know what you
Yeah. It sure seems to. Oh, wait, hold on a sec. Ey. Wie komme ich da hoch? Mit den Dingern hier, ne? Sorry. Had to get the kettle off the boil. That's okay. And who is this Rosendahl? Oh, Rosendahl. He was our king. He tried mm-hmm. his best, but even he wasn't strong enough to fend off Atlas. I see. Well, over and out. I gotta think. And you drink your tea. Hmm? I'd concentrate more on fighting than thinking, but that's just me. Ja, trink du mal. Ich will dein Geschlürfe nicht hören. What the hell is happening here? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Hä? Na gut, das sieht nur so aus wie eben, ne? Ja, irgendwer hat die Leute in den Krieg geführt. Sehen wir hier irgendwelche Gegner? Und ich glaube, das war unser geliebter Ehemann. Unser Dude. Der Walter. Der ist ja schließlich hierher gekommen. Das wissen wir. Oder auch nicht. Und er hat diese Pseudo-Energie mitgebracht. Mit Atlas. In Atlas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ja irgendwie in Verbindung mit der Maschine und dann hier. Ne? Und vielleicht ist das sogar eine von Atlas erschaffene Realität. Gehen wir davon mal aus. Ja, dann muss ja Rosendahl Atlas, also hier, nicht Atlas sein, sondern der König, der angekommen ist. Der Mann aus der anderen Welt. Dass er das noch nicht gecheckt hat? Das wird sie wahrscheinlich gleich checken, weil hier irgendwo dann das Zeichen dafür rumsteht oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat er sich ja eine Denkmal errichten lassen oder irgendwie sowas. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder, doch jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut. Und ich bin weg. Und geh erstmal woanders lang. Ah ne, da muss ich lang, ne? Okay, dann werde ich mal die heftigsten Sprayer dieser Stadt engagieren. Kann sie nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. So, das war's aber mit Gesang. Ah! Was? Geht doch. Mal ein bisschen erkunden, wenn das Spiel nur so kurz ist. Ein bisschen hier gucken, was man auch so findet. Oh. Ja. Und ein Spiegel. Ja, Koffer. Der anscheinend nicht viel Gewicht hat. Oh ja, hier ein Zettel. Danke, dass du den immer gleich wegmachst. Tagebuch eines Fischers. Jeden Tag fuhr ich morgens um 5 Uhr raus, um meine Netze zu überprüfen. Gerade als ich den Beifang untersuchte, fühlte ich dieses tiefe Wummern aus dem Fjord selbst zu mir hochsteigen. Ich lehnte mich etwas über die Reling und konnte meine Augen nicht trauen. Aus den Tiefen unter der Oberfläche strahlte dieses blaue Licht zu mir herauf. Oh, sehr cool. Das ist bestimmt Atlas. Ja. Halten wir mal fest, der ist in so eine prähistorische Welt gekommen, die eventuell sogar von Atlas gestaltet wurde. Darf ich die jetzt mitnehmen? Ja, darf ich. Und hat denen dann Technologien gezeigt, die die noch nicht hatten. Und das ist nach hinten losgegangen. Ah, ist auch nicht wirklich, ne? Und das kann man ja irgendwie auch kommen sehen. Irgendwie. Das ist nicht verwunderlich. Oh! Nein! Böse! Nein!
Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh. Menschenskinder, wo kommen die denn alle her? Ich wollte gerade die Dings aufsammeln. Die 65.000. Waffe, die man hier mir entgegenschmeißt. Was? Wo? Ich höre dich. Danke. Jetzt habe ich auch noch eine Shotgun. Wohin mit dem ganzen Scheiß? Na, wenigstens ist die effektiv. Ah, hier drin ist er gewesen. Ah, warte. Also mal die ganzen Waffen durch. Mir fehlt eine. Durchscrollen, würde ich gerade sagen. Ah ja, hier ist noch eine Waffe. Pistolenmunition. Falls man die Pistole übersehen hat, die einem vor die Füße geschmissen wurde. Super. Das heißt, man kann keine Waffe verpassen, weil man die eh alle 50.000 Mal in der Gegend rumfliegen hat. Das ist... Warum haben die... Ach, stimmt, die waren ja im Krieg. Ich würde gerade sagen, warum haben die hier in den Häusern so viele Waffen rumfliegen? Aber trotzdem etwas... verstörend. Ah, hier. Oh, sehr schöne Musik. Sehr, sehr, sehr schöne Musik. Ich sollte die Dings nicht ausmachen, ne? Ich habe nur noch 4 Schuss. Es ist schon explodiert. Ich sollte die Waffe wieder auspacken, ne? Hallo? Anybody there? Nein? Gut. Das weiß ich zu schätzen. Ich werde trotzdem gucken, ne? Liegt da was? Ja, Munition. Was ist arschdunkel hier? Dunkel wie in einem Rottenarsch. Die Türe geht nicht auf. Die ist zu. Ja, ich sag doch, das wird hier alles hinterhergeschmissen. Da wieder Munition für die Schrotflinte. Da ist ein Tonikum. Bitte mitnehmen. Danke. Ich würde alles andere aber trotzdem auch nehmen. Warte. Der geht nicht auf. Okay. Oh, schade. Keine Supplies drin. Oh doch, war was drin. Was haben wir denn hier? Tagebuch eines Fischers, 2/2. Das Wasser unter mir reflektierte das Licht in alle Richtungen, wachsend und sich steigernd in Intensität, bis alles um mich herum davon erleuchtet war. Wir machten uns sofort auf den Rückweg zum Ufer, den Schock noch in den Knochen sitzend. Ab heute werde ich alles, was ich hier beobachte, aufschreiben. Das wird mir alles keiner glauben. Ja. Auch das glaube ich dir sofort.
Ja, man sollte auch durch. Von da durchkrabbeln. Also bis zum Ende. Okay. Ich hoffe, ich habe da hinten nichts verpasst. Da war ja noch eine Treppe. Ich dachte, da geht's lang, deswegen wollte ich da nicht lang gehen und jetzt geht's hier doch lang und ach. Weiß der Wissen, Geier. who Rosendahl is, right? I've got an old, where is it Ja. now? Tape recording from the last Industria Festival. 10 years of peace and safety. 10 years of Industria. Walter? Citizens of Hakovic. What? This is your Walter, king, wait, what? Wait, wait, wait. That's Walter's voice. What's going on here? Atlas failed to diminish us. How failed to did you know his first name? We are still here, and we this is the man forever. I'm looking for. Where is he? Rosendahl? Yeah. Evil outside I mean, our city walls. You're looking for Rosendahl. No, oh, yeah. No. Yes, I'm looking for Walter. Walter Rebel, not Rosendahl. But this is King Rosendahl. Walter Rosendahl. It's his voice, his recording. Even the statue. I understand. Yeah, and wir I auch don't nicht. Know what's going on here. His voice. His statue. I'm so confused. I want answers. Yes, I'd like a little clarity on this matter myself. Then help me. Where is he? Like I said, he left the city after the evacuation he organized. Just continue your way to the town hall. To his old office. Maybe you can find out where he headed out to. What's the fastest way? You have to cross the old Rosendahl factory in front of you. After that, you can't miss it. Oh yeah. Walter Rosendahl. Are you kidding me, Walter? It's down. Und Timer sagt, wir sind finished. Das passt mir auch ganz gut. Das können wir gleich mal nehmen, ne? Wenn wir nicht irgendwie was anderes hier finden. Ah ja, hier, guck mal. Nee, doch nicht. Ach, schade. Ich dachte, da wäre was zu essen drin. Na gut, dann nicht. Ach ja, gut. Dann beenden wir mal den Part. Das reicht, glaube ich, jetzt auch mittlerweile. Ich muss so viel zusammenschnipseln, dass ich keine Ahnung habe, wie lang der Part ist. Aber es werden so roundabout, hoffe ich mal, 40 Minuten sein. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder, wo dann alles dann glatt läuft, hoffe ich einfach mal. Da, wo dann kein Absturz ist, wo ich dann Aufnahme verliere und dann wieder alles von vorne anfangen muss oder irgendwie so ein Scheiß. Bis dann. Bye.